Willkommen in der Welt meiner Wahrheit, meiner Schwingung und meiner Liebe. Zur Inspiration dieser Podcasts nutze ich häufig Texte, die auf Spiritscape vorgetragen wurden. Viel Freude dabei! Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, einfach mal ein bisschen Texte hier nachholen zum Besprechen. Das finde ich gerade gut. Eigentlich könnte ich dann wieder täglich Podcasts machen, wenn ich immer auch über den aktuellen Text sprechen würde, ja? Jetzt höre ich euch schon wieder. Ja, mach das. Ja, dann habe ich noch eine Frage, aber da muss ich auch mal telefonieren. Es hatte sich noch mal jemand gemeldet mit einem zweiten Versuch. Und zwar, ja, also eher zwischen Aschaffenburg und Würzburg und dann doch wieder näher an Würzburg dran, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, ohne jetzt den kompletten Ort zu verraten. Und es gäbe die Idee oder die Möglichkeit, ich guck mal schnell nach, was denn hier der Juni sagt, dass am 22., dass wir da gleich das nächste Treffen dranhängen in dieser Gegend. Das ist dann nochmal ein bisschen weiter weg von dem ersten Treffen und dann haben schon wieder mehr Menschen die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das ist allerdings noch ein bisschen kleiner als das erste. Da geht es wohl um bis maximal 12 Teilnehmer. Allerdings sind ja dann meine Leute nicht dabei, also Ben, Alex und meine Energetikerin. Und von daher gäbe es das Potenzial, dass da sich auch nochmal eine kleine Gruppe Ende Juni trifft. Also ich fände es halt mega, wenn es auf der Rückfahrt wäre. So, dann würde ich das gleich noch mitnehmen und hätte nochmal eine schöne Unterbrechung. Müsste nicht so lang geradeaus fahren. Genau, also wer daran Interesse hat, kann sich mal bei mir melden. Allerdings muss ich mich auch nochmal hier per E-Mail zurückmelden, dass ich die Idee gar nicht so schlecht finde. Ja? Ich gucke gerade, am 15. ist praktisch das erste Treffen und am 22., das wäre dann schon eine Woche später, wäre dann das zweite Treffen. Ja? Also alternativ würde auch Sonntag gehen, aber ich habe auch nicht vor, so lange in Delmenhorst bei meinen Eltern zu bleiben. Ich bin da ja schon dann relativ lange auf der Reise. Am 7. geht es ja bei mir los, die große Fahrt. Und ich bin dann auch froh, wenn ich irgendwann wieder daheim bin. So. Genau, also mal gucken, was das wird. Also wer daran Interesse hat, ja, so an dem Wochenende 22., 23. ebenso in der Nähe von Würzburg, sage ich jetzt mal grob, ja, der kann sich schon mal bei mir melden und dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinbekommen, würde ich sagen. Ja. Andererseits ist das jetzt auch nicht so weit weg von mir, dass ich nicht auch von mir aus dann an einem anderen Tag zu so einem Treffen fahren könnte. Ja. Ich fände es aber besser, wenn das Ganze so eine kleine Rundreise werden würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Genau, da wisst ihr Bescheid. So, dann starten wir mal mit den Texten. Der erste, da geht es um die ultimative Macht. Der liebe Daniel, der versucht ja so reißerisch wie möglich die Überschriften zu gestalten. Die Überschriften sind nicht Teil des Channelings, auch wenn es manchmal natürlich daraus zitiert wird. Aber es ist schon sehr deutlich, dass er da schon versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Ist auch alles gut, ja. Also, ich verstehe es. Ich habe mir da was rauskopiert, ich lese mal vor. Viele Menschen hoffen, dass der Aufstieg eine Flucht ist. Aber ihr seid nicht da, um zu fliehen. Ihr seid dort, um euch zu integrieren und ihr integriert das, was ihr zuvor verurteilt habt, damit ihr jeden und alles als Teil eines Ganzen sehen könnt. Dieses Wesen ist die Quelle und wenn ihr als Quelle handelt und als Quelle liebt, könnt ihr als Quelle sehen. Wenn ihr wie Menschen denkt und handelt, wollt ihr urteilen, trennen und verurteilen. Und dann bekommt ihr noch mehr von der gleichen Realität, die ihr bisher erlebt habt. Ja, genau. Also auch wieder eindeutig raus aus der Trennung. Und zumindest ab und zu eine höhere Perspektive einnehmen
auf all die Problemchen, die man mit anderen Menschen hat. Und schon der Gedanke hilft, das hatte ich ja auch letztens nochmal sehr deutlich gesagt, dass man die Menschen, das, was sie wirklich sind, nicht mit den Taten vermischt. Und dennoch geht es natürlich auch darum, sich zu schützen. Ich habe zum Beispiel letztens von jemandem gehört, dass wenn man Energievampire kennt, und sie hat, hätte ich beide schon gesagt, dass man die ruhig saugen lassen soll, weil man ja von oben ständig Energie bekommt. Also nee, das kann es irgendwie nicht sein. Ja. Also das machen wir nicht. Bitte nicht. Ja. Da überfordern sich und überschätzen sich Menschen oftmals und wir sind nicht dazu da, um hier höhere Opfer zu spielen. Ja. So nach dem Motto, ja, von mir kannst du es nehmen, mir macht das nichts aus. Ja. Weil Energievampirismus findet ja nicht statt nur auf einer energetischen Ebene, sondern dieser Mensch wird euch auch menschlich ziemlich nerven. Der will ja diese Art von Energie. Der will euch aufregen, triggern, der fordert euch auf vielen Ebenen. Das ist auch mal nur eine Herausforderung und man kann damit üben und lernen, das sage ich gar nicht. Man muss nicht sofort immer die Beine in die Hand nehmen, aber irgendwann dann schon. Wenn die Lernerfahrung abgeschlossen ist und das gilt dann eigentlich für alle ähnlichen Erfahrungen, dann muss man sich auch nicht doof stellen, sondern kann auch dafür sorgen, dass diese Menschen dann im näheren Umfeld keine große Rolle mehr spielen. So würde ich es mal sagen. Ne? Man wird immer wieder mal auch jemanden haben, der diese Tendenzen hat, aber man weiß ja dann, wie man darauf reagiert. Und die richtige Reaktion ist meiner Meinung nach nicht zu sagen, ja, nimm dir, was du willst. Ja. Also das mal nur so nebenbei. Und dennoch geht es darum, dass man auch diese Wesen nicht verurteilt und sie nicht als Vampir sieht, ja, als Energievampir. Das macht er, das ist er aber nicht. Oder meinetwegen auch sie. Das ist nur Teil der Rolle, die dieser Mensch in diesem Leben, in dieser Realität spielt. Und mehr muss man auch nicht draus machen. Was nicht bedeutet, wie gesagt, mein Rat ist immer zu erkennen und dann sich sanft aus diesen Situationen zu lösen und grundsätzlich dafür zu sorgen, dass man ein gutes Umfeld hat. Jetzt kommt ein Beispiel rein, wenn ihr euch überlegt, ihr mögt ja auch bestimmte Musik nicht, weil die euch nicht gut tut. Ja? Könntet ihr auch sagen, meiner Schwingung macht Death Metal nichts aus. Ja? Könnt ihr euch reinziehen mit antichristlichen Texten oder weiß ich was, die da alles so verzapfen. Und mit einer ordentlich niedrigen Schwingung, ihr prüft dadurch eure Schwingung. Ha, meiner Schwingung macht es nichts aus, aber das ist doch Quatsch, oder? Hört euch doch bitte die Musik an, die ihr wollt. Beschäftigt euch mit den Filmen, Büchern, Inhalten, die euch gut tun. Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Und es bedeutet nicht, dass ihr andere ablehnt, verurteilt. Es bedeutet, dass ihr immer mehr wisst, was euch gut tut, was ihr wollt. Und dann, wenn ihr Erfahrungen mit Menschen anderer Schwingung macht, dann seid ihr gewappnet, weil ihr super gut aufgeladen seid mit positiver Energie, eine hohe Schwingung habt und dann seid ihr in den Situationen jederzeit fähig, gute Beispiele zu geben. Das ist ja das, was wir eigentlich leben. Ja. Genau, also das Thema ist natürlich vielfältig und vielleicht lese ich nochmal die letzte Passage dieses Textes vor. Ihr wächst ständig und ihr werdet immer mehr zu dem, was ihr seid. Und ihr könnt das mit Freude tun, indem ihr eure bewussten Schöpfungen erlebt und anderen zeigt, was möglich ist, wenn jemand, der mit der Quellenenergie im Einklang ist, erschafft. Also ihr, als Beispiel. Geht also hinaus, seid fruchtbar und erschafft und wisst, dass ihr den Einfluss auf den Rest der Menschheit habt, den ihr anstrebt, solange ihr euch daran erinnert, wer ihr wirklich seid und ihr von diesem Ort der ultimativen Macht aus erschafft.
dem Ort der Ausrichtung auf die Quelle. Ja, dann haben wir die Transformation zwischen jetzt und 2025. Eigentlich ein sehr spektakulärer Text. Ich sage euch gleich, warum. Ich zitiere: Die Veränderungen, die im Jahr 2024 auf euch zukommen, sind großartig. Und ihr werdet froh sein, dass ihr durch die Unannehmlichkeiten und sogar den Schmerz durchgehalten habt. Ihr werdet froh sein, dass ihr darauf vertraut habt, dass alles in Ordnung war und ist. Und ihr werdet froh sein, in die nächste Ebene eures Bewusstseins aufzusteigen, die am Ende dieses Kalenderjahres auf euch wartet. Wir freuen uns so sehr für euch und darauf, mit euch auf dieser Reise dabei zu sein. Also, so deutlich war es noch nie. Wobei, ich muss auch mich immer wieder daran erinnern, auch Daniel hat schon mal gesagt, dass es ein großes Potenzial gibt, dass in 3 Jahren die Außerirdischen landen, sage ich jetzt mal, ganz knapp. Und das ist aber schon mehr als 3 Jahre her. Ja? Also immer ein bisschen aufpassen. Allerdings glaube ich schon daran, dass dieses Jahr etwas Besonderes wird. Das ist einfach so mein inneres Wissen. Ja? Der göttliche Plan, so wie er sich jetzt entfaltet, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dieses Jahr einiges an Offenlegungen haben. Wir hatten auch schon einiges. Wir wissen ja sehr viel. Uns wurde ja durch die Gesundheitskrise bewiesen, was wirklich läuft, ja? Und wie brutal das auch zum Teil ist. Und das haben die anderen aber nicht in dieser Deutlichkeit verstanden. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Dass jetzt auch die Dinge so deutlich werden, dass sich niemand mehr davor verschließen kann oder sagen wir mal so, nur noch sehr wenige, ja, die gar nicht wollen, die wirklich diese neue Zeit und neue Welt nicht mitmachen wollen. Und das ist eine seelische Entscheidung und denen darf man dann auch nicht böse sein. Aber das ist schon sehr deutlich, ja, finde ich. Und jetzt ist die Zeit gekommen, heißt es auch, in der eure Bewusstseinsentwicklung viel mehr Energie in Anspruch nimmt, die euch auch zur Verfügung steht. Es ist viel wichtiger, dass ihr erkennt, wer und was ihr wirklich seid, als dass ihr nur so lange wie möglich überlebt. Da geht es wieder darum, ja, dass wir gelernt haben, uns Sorgen zu machen, Stress zu haben. Ich könnte jetzt auch schon wieder in Panik geraten, ja, weil das Finanzielle bei mir aus dem Fluss geraten ist, gerade kurzzeitig. Aber ich habe halt noch ein bisschen in der Hinterhand und habe noch ein bisschen Geld übrig für die nächsten Mieten. Ja? Also insofern brauche ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Aber das ist auch so eine Geschichte. Ja? Also da habe ich auch schon anders drauf reagiert. Ich hatte wirklich schon große Existenzängste, auch schon und noch in dieser Wohnung. Und natürlich hat sich dann 2018, ich habe ja mal drüber gesprochen, diese Krise bei mir entwickelt. Und da war es dann so schlimm, dass es dann wieder gut wurde. Also, ja. Es ist auch eine Entscheidung, worauf man sich fokussiert. Und ich hatte auch letztens über Manifestationen gesprochen. Und dass man eben aufpassen muss, dass man das Ego, den Verstand, nicht zu sehr wieder das Ruder übergeben sollte, weil es scheinbar dran ist, so nach dem Motto, jetzt vernünftig zu sein. Ja? Also, spannend. Ja? Wir werden es sehen, 2024, wir sind ja mittendrin und so schnell wie die Zeit vergeht, ist es auch bald schon vorbei. Das heißt, es sind ja nur noch wenige Monate Zeit eigentlich für eine deutlich positive Entwicklung. Ja? Die sagen jetzt nicht, dass es um Offenlegungen geht. Das habe jetzt ich gesagt. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt die Upgrades und Downloads so krass werden, dass wir auf die nächste Ebene gekommen sind, ohne dass sich im Außen schon was zeigt. Also immer ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu viel reininterpretieren in die Texte, sondern auch wirklich akzeptieren, was gesagt wurde. Ja. Und auch verstehen, was nicht gesagt wurde. Dann heute sehr schön, das ist eine Ausnahme. Ich weiß aber, dass Daniel Scranton auch schon Erzengel Michael gechannelt hat. Es war halt vor unserer Zeit,
bevor wir angefangen haben, diese Texte zu übersetzen. Und hier hat er Saint-Germain gechannelt. Ich bin auch auf dem 7. Strahl geboren. Das heißt, Saint-Germain ist der Meister auf diesem Strahl. Einer der Meister auf diesem Strahl. Eben auch sehr bekannt. Und die violette Flamme, da habe ich 2011, 2010, glaube ich, haben wir so die CD produziert, schon einen Song drüber geschrieben. Ja, also Violet Flame Forever hieß der. Ja. Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich ihm mal was zuschicken könnte. Habe ich einen Link geschickt von der Band. Und da war jemand wohl etwas geschockt, weil er nicht mit Rock-Metal gerechnet hätte. Ja. Das ist aber noch eine Ausdrucksform von mir. Und noch hat sich das auch nicht verändert. Ja, also ich kann zwar auch anders, aber es gefällt mir nach wie vor. Ja, ich höre grundsätzlich gerade gar nicht viel Musik. Das geht eigentlich schon seit Jahren. Ist eigentlich komisch für einen Musiker. Aber ich mache gerne Musik. Und das gehört auch noch zu meinem Repertoire und ist mir auch noch relativ wichtig. Ja. Unter anderem übe ich deswegen so viel Gitarre, weil ich da immer noch Spezialist bin und sein möchte. Ja, dann gleiten meine Augen gerade über den Text und da bin ich hängen geblieben. Ihr seid dazu bestimmt, mit Schwingungen zu arbeiten. Ihr seid dazu bestimmt, mit Energie zu arbeiten. Ihr seid dazu bestimmt, alles als Energie zu sehen, die Schwingung enthält, und wenn ihr die höchste Schwingung erreicht, die euch zur Verfügung steht, dann erzielt ihr die besten Ergebnisse. Also nicht wundern, beim Vorlesen, da verändere ich oft so ein bisschen auch die Grammatik und den Satzbau, damit es ein bisschen deutlicher wird, weil ich habe es dann umgeschachtelt beim Vorlesen. Daran erinnere ich mich noch ganz gut, weil es gar nicht so lange her. Es war nämlich heute. Also, und was bedeutet es, mit Schwingungen zu arbeiten? Natürlich die eigene Schwingung zu kennen. Zumindest festzustellen, dass alles mit der eigenen Schwingung in Ordnung ist. Das kann man auch an den Gedanken erkennen, wenn man eher in den negativen Gedanken behaftet ist, weil man sich mit einem Problem rumschlägt und rumärgert, dann ist das der Schwingung nicht so zuträglich. Darf aber auch mal sein. Man muss nicht anfangen, alles zu ignorieren. Das wäre dann wieder die falsche Liebe- und Lichtseite, sage ich jetzt mal, weil man sich dann mit zum Teil der harten Realität auch im eigenen Leben zu wenig auseinandersetzt. Und damit meine ich nicht, dass man dann automatisch in den Widerstand gerät und in die Negativität abrutscht. Aber zu sehen, was ist, ist schon wichtig. Ja? Sich zu vielen Illusionen hinzugeben, ist der falsche Weg. Die Kunst der Spiritualität besteht ja darin, trotz widriger Umstände eine hohe Schwingung zu haben. Wenn man aber die widrigen Umstände ignoriert, dann ist die Schwingung auch nur eine Scheinschwingung. Man macht der Welt dann etwas vor, weil man nicht weiß, wo man ist, wo man steht, was los ist. Und damit meine ich jetzt wieder nicht tief in die politischen Strukturen und Themen zu gehen und zu analysieren, ja, wer hat den iranischen Präsidenten umgebracht und so weiter und so fort, ja. Kann man sich mit beschäftigen, muss man immer aufpassen. Auch das bedeutet es, zu wissen, wo die eigene Grenze ist, ab wo man sich auf ein Feld begibt, das einem nicht mehr gut tut. Und dann muss man wissen, es ist die Aufgabe, das trotzdem zu erfahren. Da kann man das machen. Immer allerdings daran denkend, dass die Schwingung in Gefahr ist. Denn das ist unser höchstes Gut. Ich habe zum Beispiel mich viel zu viel beschäftigt am See mit negativen Erfahrungen am See. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt angefangen, die letzten Tage einfach Musik zu komponieren am See. Also das heißt, ich gehe spazieren und mir fallen Melodien ein. Ich nehme die dann nicht mal auf. Allerdings, eine habe ich mir gemerkt und ich kann mir auch gut vorstellen, daraus wieder etwas Größeres
entwickeln zu können. Und zwar wäre das dann die Musik zu dem Mantra: Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit, ich bin. Das fühlt sich gerade gut an und ich bin da ja stundenlang unterwegs. Also es dauert so, ja, knapp 100 Minuten, bis ich wieder hier bin. Also je nachdem, also manchmal ist es 1,34, dann 1,38, so um den Schnatz herum. Und die letzten 3 Tage habe ich im Prinzip die ganze Zeit dieses Mantra gesungen. Und singen bringt auch das Mantra nochmal in eine andere Frequenz, in eine andere Schwingung. Ich beschäftige mich auch zurzeit mit Erdung und habe mir ein paar Erdungsmatten für daheim bestellt. War heute relativ perplex, dass es da große Unterschiede gibt. Ich habe jetzt eine kleine Erdungsmatte, die nur 20 auf 30 cm ist, aber die bringt mich wirklich auf 0 Volt herunter. Also man kann das messen, ich habe mir auch dann einen Voltmeter gekauft. Erst habe ich mich verkauft, ein falsches gekauft. Eins, das beim Wechselstrom eben dann nicht 20 Volt anzeigen kann, sondern das geht zwischen 600 und 200 Volt. Und das ist nicht fein genug. Man braucht eins, das 20 Volt Wechselstrom messen kann. Und ja, also diese Matte, auf der stehe ich auch gerade, während ich den Podcast vortrage, bringt mich wirklich auf fast 0 Volt runter. Ja. Während, wenn ich den Fuß hebe und dann messe, bin ich sofort auf über 20 Volt außerhalb des Messbereichs. Das ist krass. Und die erste Matte, die ich mir bestellt hatte, die hat mich so auf 10, 12 Volt runter geregelt. Aber wenn 0 Volt gehen, ist es besser. Ja? Weil dann ist man wirklich geerdet. Auch eine spannende Geschichte. Das Problem ist, ich kann es messen, aber ich spüre es nicht. Ich merke es nicht. Ja? Das wundert mich auch nicht, weil es dauert immer ein bisschen, bis ich was merke. Und das verändert sich dann schon und das wirkt auch auf mich ein. Aber bei vielen Dingen bin ich wirklich extrem geschützt und krieg's nicht dermaßen mit. Warum? Weil ich ja jetzt jahrelang ohne diese extreme Erdung gelebt habe und das auch keine Auswirkungen, zumindest keine bewussten Auswirkungen auf mich hatte. Und das ist gut so, ja? Also, weil es gibt Menschen, die werden von Strahlung und von Monitoren und von Funkwellen extrem gequält. Und ich bin sehr froh, dass das bei mir keine Rolle spielt. Gerade hier sitze ich jetzt in der Wohnung vor meinen 3 Bildschirmen und ich weiß nicht, wie viele WLAN-Informationen von all den Hausbewohnern hier gerade durch meine Wohnung jagen, aber so ist es halt. Das kann ich nicht ändern. Ich kann ja nicht zu denen gehen und sagen, schaltet euer WLAN aus, das tut uns nicht gut. Ja, dann werden sie mir einen Vogel zeigen. Ja. Das kann man dann wieder machen, wenn man alleine für sich wohnt, genug Abstand zu den Nachbarn hat. Dann kann man dafür sorgen, dass die Dinge anders geregelt sind, anders laufen. Und auf diese Zeit gehen wir natürlich zu und ich hoffentlich persönlich auch. Und dann darf man auch wieder feinfühliger werden. Dann dürfen einen negative Umwelteinflüsse auch wieder alarmieren. Ja, mehr ist es ja dann nicht, wenn der Körper zeigt, hallo, kannst du das bitte ändern? Das wäre jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, noch nicht so dolle. Ja. Aber das hat auch mit Schwingung, mit Energie zu tun, mit der Feinfühligkeit, die wir immer mehr entwickeln. Mit Energie, die dann auch wieder Schwingung enthält. Und es haben ja einige bemerkt, ich habe ja früher gesagt, man soll den Wahrheitsgehalt selbst prüfen vor den Texten. Und mittlerweile sage ich den Schwingungsgehalt. Denn auch die Wahrheit hat eine Schwingung. Aber nur weil es die Wahrheit ist, muss die Schwingung noch lange nicht super sein. Das heißt, ihr werdet jetzt auf YouTube oder auf Telegram sicher mit einigen Kanälen verbunden sein und ihr müsst auch prüfen, ob neben der Wahrheit, die hoffentlich viel vorhanden ist, auch die Schwingung in Ordnung ist. Meinetwegen auch die Intention desjenigen in Ordnung ist, der euch da vollballert mit Informationen. Denn Schwingung und Energie ist alles.
mein Bauch knurrt die ganze Zeit. Ja. Ich muss die ganze Zeit schneiden, weil mein Magen knurrt. Ja. Aber ich bin auch mehr oder weniger durch. Eine Passage noch. Ich bin hier, also Saint-Germain, um euch auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Ich bin hier als Repräsentant des göttlich-maskulinen für euch, des göttlich-männlichen. Ich vertrete die Ausrichtung auf die Energie der Quelle, während ich in einem physischen Körper lebe. Und ich habe meine Leben auf der Erde gelebt, damit ihr euch von mir und meiner Fähigkeit inspirieren lassen könnt, eine höhere Schwingung zu halten. Also, es geht eigentlich nur um die Schwingung. Und das alles, während ich in physischer Form und unter anderen Menschen lebte, die nicht die höchste Schwingung hatten. Und darum geht es auch bei uns. Es geht wirklich, die widrigen Umstände zu akzeptieren und dennoch das Beste daraus zu machen, aber eben vor allem in der Schwingung. Und ich sage es nochmal, weil es auch gerade reinkommt, Schwingung bedeutet nicht Fröhlichkeit. Das schließt sich nicht aus, das ist hoffentlich oft miteinander verbunden, aber verwechselt das nicht. Auch ernsthafte Menschen können eine ganz hohe Schwingung haben und der Kasperl, der Pausenclown, kann eine ganz niedrige Schwingung haben. Unter anderem gibt es den ein oder anderen Comedian, der sehr, sehr niedrig schwingt und scheinbar die Leute zum Lachen bringt. Nur damit ihr das auch nochmal wisst, ja, ich habe als Extrembeispiel, sage ich immer, der Auftragskiller, der sich freut, dass er einen super Job gemacht hat, der mag vielleicht auch tanzen vor Freude, ja, weil es super war, was er da gemacht hat, weil es ihm gelungen ist und in Wirklichkeit ist es eine mega niedrige Schwingung. Nur mal so nebenbei. Ja. Also Schwingung faken ist schlimm. Ja. Oder es eben zu verwechseln, ja, wenn Leute mal gut drauf sind, die eigentlich keine hohe Schwingung haben. Das können übrigens Narzissten auch sehr gut, ja? Hohe Schwingung faken. Die haben sie nie. Aber in der Phase, in der sie euch bezirzen und euch für sie gewinnen wollen, da faken sie eine sehr hohe Schwingung und es zieht euch unglaublich zu diesem Menschen hin und ihr mögt denken, ihr habt noch nie so einen tollen, wunderbaren Menschen getroffen, ja? Viel Spaß dann im weiteren Verlauf. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.